Mein Name ist Hochrainer Josef, bin seit 2 Jahren Obmann von Musikverein Gampern. Unseren Verein gibt es seit 1848 und hat 50 aktive Mitglieder, wobei wir 16 Musikerinnen haben. Wir sind jetzt seit 2007 in einem sehr modernen Musikheim. Es hat einen Probenraum mit ca. 120 Quadratmeter sowie 2 Einzelregisterräume und einen Sozialraum. Das Musikheim ist ein Niedrigenergiehaus, ist ein sehr moderner Bau und hat sich trotzdem sehr schön in das Ortsbild von Gampern eingefügt. Der Musikverein ist 1991 in die jetzige Tracht eingekleidet worden. Die besteht aus einer schwarzen Kniebandhose, einem schwarzen Westerl und einem grünen Rock sowie einem schwarzen Filzhut. Mein Name ist Johannes Friedl. Ich bin seit 1994 Kapellmeister des Musikvereins Gampern und vom Beruf Musikschullehrer. Die Ausbildung in unserem Musikverein findet schon von Kindesbeinen auf statt. Das heißt, die Kinder im Volksschul-, im Grundschulalter haben schon die Möglichkeit, an der Musikschule, wo ich unterrichte, ausgebildet zu werden für sämtliche Blasinstrumente und auch Schlagwerkinstrumente. Die Kinder, die 1 bis 2 Jahre ein Instrument erlernen, können schon bei uns im Verein bei einem Kinderorchester mitwirken, das von einem Mitglied unseres Vereines geleitet wird und auch bei Konzerten von uns auftritt. Später dann kommen die Kinder in ein Jugendorchester, das von meinem Stellvertreter geleitet wird. Und nach 4 bis 5 Jahren kann dann jedes Kind oder jeder Jugendliche, der eine Prüfung abgelegt hat, im Musikverein mitspielen. Unser Obmann erwähnte schon, dass unser Musikverein aus 16 Damen und 34 Herren besteht. Unser jüngstes Mitglied, ein Klarinettist, ist 13 Jahre alt und unser ältestes Mitglied, ein Trompeter, ist bereits 71. Unser Musikverein kann Werke spielen bzw. aufführen von moderner symphonischer Blasmusik wie auch traditionelle Blasmusik. Gerade in Österreich ist ja die Marschmusik sehr beheimatet und auch Werke von Komponisten wie Mozart oder Strauss sind bei uns im Repertoire. Unser Musikverein hat sehr viele Ausrückungen zu tätigen. Wir umrahmen Feste der Gemeinde Gampern, wir umrahmen religiöse Feste, wir machen Frühschoppen für Zuhörer, für Gäste und bestreiten auch mindestens 2 Konzerte jährlich und nehmen bei Wettbewerben teil. Thank you.
Kirchgemeinde Gampern befindet sich auf einer Seehöhe von 508 Meter mit einer Fläche von 26 Quadratkilometer und die Entfernung zur schönen Mozartstadt Salzburg beträgt ca. 70 Kilometer. Weiters ist Gampern eine agraren Wohngemeinde mit einem eigenen Pfarrheim, Kaufhaus, Feuerwehr, Gemeindeamt, Bank, Gaststätten und liegt am Eingang zum Salzkammergut mit dem wunderschönen Attersee. Gampern ist eine ländliche Gemeinde mit viel Landwirtschaft, wo hauptsächlich Milch produziert wird. Ein besonderer Stolz der Gemeinde Gampern sind die Firmen, die zu den Klein-, Mittel- und Großbetrieben zählen. Die Musikkapelle Gampern möchte sich mit diesem kurzen Beitrag von Ihnen verabschieden und wünscht sich, dass es weiterhin gelingt, den Menschen durch ihr Spiel Freude zu bereiten.